Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und es gibt Neuigkeiten von der McMurra-Brennerei aus Schweden, nördlich von Stockholm, aus Gävle. Und die haben mal wieder einen Whisky für eine Popgruppe. Oh, wow, großer Fehler. Nein, für eine Hardrock-Gruppe, nämlich die Scorpions, abgefüllt. Und so ziert also auch der Name der Scorpions diese Flasche. Und ja, die Flasche wurde auch in Zusammenarbeit mit der Band ins Leben gerufen. Ja, sie scheinen da so einen schönen Hang dazu zu haben. Ich war 2018 auf Wacken und habe dort also auch mal reingehört. Und dieses ganze Metal ist schwierig. Also 50% für mich unhörbar, 40% erträglich, 10% finde ich gut. Und so fällt mir bei Scorpions auch ein Titel ein, den ich richtig, richtig gut finde. Nun, das ist halt 1965 und 18 Studioalben. Nun, kein Wunder, dass da auch mal was dabei ist. Und diese Bands kriegen, ja, die so nicht so ganz massentauglich sind, machen mit ihren Balladen immer den größten, ja, den größten Erfolg. Haben mit ihren Balladen den größten Erfolg. Wind of Change, ja, Wendezeit 1990, Moskau. Das ist einer der ganz, ganz großen Titel, mit denen sie ja massentauglich wurden. Natürlich sind die Spezialisten mit ihren anderen Rock You Like a Hurricane, das muss ich ablesen, ist nicht meine Musik. Sie ist natürlich dann so bekannt. Hoffentlich ist dieser Whisky nun auch massentauglich und ist mehr eine Ballade denn ein Heavy Metal. Und die Papierform von diesem Whisky sagt, das wird so mehr oder weniger kompatibel sein, weil es sind amerikanische Bourbonfässer und nachgereift in Oloroso Sherryfässern. Das ist das, was der Doktor immer verordnet, was also richtig den Menschen angenehm gefällt. Und sie haben ein Finish bekommen und jetzt nicht in Sherryfässern, sondern in Sherryfässern mit CH beginnen, in Kirschweinfässern. Steht unten, glaube ich, sogar drauf. Genau, Sherry Cars mit CH. Ist ein üblicher Fehler, wenn irgendjemand uns was schreibt, können Sie mir einen Sherryfass-Whisky empfehlen und dann steht er mit CH. Ob das nun die Autokorrektur ihm da reingeschrieben hat oder ob die Rechtschreibung von Sherry nicht so bekannt ist, ja, weiß man nicht. Ist immer wieder nett zu sehen, aber im Normalfall weiß man, was man will. Und das Etikett hier, tja, toll. Ist auch dieser rote Kommi-Stern drauf. Gut, muss man mögen. 40 Volumenprozente, damit durchaus massentauglich angelegt. Ja. Und wenn Sie jetzt im Hintergrund hier ein Bild sehen, dann ist das von meinem Besuch auf Wacken. Das sind die Stages. Wie immer, wow. Sherry mit einer Kirschnote. Ja, unglaublich. Aber hier Kunststoffkorken finde ich gut, weil damit diese ganzen Problematiken bei den jungen kleinen Brennereien, dass die von den Korklieferanten immer die fragwürdigen geliefert bekommen, vielleicht ist eine böse Nachrede, bloß da ist mir am meisten aufgefallen, dass das hier nicht auftreten kann. Und vor allem kann man die Flasche sehr oft auf und zu machen, ohne dass dem Korken da, ja, größer was passiert. Also der Geruch mit dem Sherry. Also richtig. Erst diese Sherry-Note, die Sherry-Wein-Note, der Starkwein aus Südwestspanien. Dahinter von den Oloroso Sherry-Fässern ganz, ganz typisch die Nussigkeit. Und so eine Vanillenote liegt drüber. Und dieser Whisky dürfte typischerweise, oh, nicht so alt sein. Kein Alter trägt der Whisky. Und da sieht man, hier wird nicht gefärbt. Und hier sieht man, wie, ja, intensiv die Farbe des Whiskys bereits geworden ist, weil hier so intensive Fässer verwendet wurden. Ja, die Früchte sind zwar getrocknet, aber es sind immer noch mehr rote und nicht dunkelblaue oder schwarze. Also nicht die Rosinen oder die Feigen, sondern es sind eher so die Himbeeren, Johannisbeeren, so sauer ist er nicht, aber Brombeeren und sowas. Und das in Trockenform. Ja, toll.
Durchaus schon Eiche drin. Ziemlich würzig geht es zur Sache. Und dazwischen so ein liebliches Kirscharoma. Jo, so richtig Kirschen, Steinobst, Fruchtfleisch. Ja, Wahnsinn. Der Abgang ist vom Alkohol her sehr weich, aber die Fässer tragen weiter. Und die Fässer hat man ganz deutlich hier im Mund und an den Backen. Ganz deutlich. Jo, hoho, das ist mal ganz was anderes. Passen diese roten Kirschen zu dem roten Stern? Ist aber auch nur ein rot umrandeter Stern. Ich weiß, dieses Bandlogo. Ich wollte mir eigentlich erstmal so eine Kangoo-Mütze aufsetzen, verkehrt rum und so. Und habe ich gesehen, das ist der vorne mit dieser Schieberkappe, da, mit dieser Schirmmütze. Habe ich nicht. Konnte ich mich nicht wie der Leadsänger hier verkleiden. Ja, interessanter Whisky. Der Name Scorpions zieht sicherlich für das Umfeld der Liebhaber dieser Musik. Und man macht da nun gar nichts verkehrt, wenn man diesen Whisky sich eher zu seinen in die Bar stellt. Er ist vom Preis her ein bisschen anspruchsvoller und hat auch jetzt nur 40 statt den üblichen 46,1 Volumenprozenten von McMurra. Aber er ist durchaus durch diese drei Fasssorten massiv aufgeladen, dass man diesen Preis hier durchgehen lassen kann. Ein bisschen wird die Band dabei schon auch noch verdienen. So ist nicht. Tja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, diese Flasche ist limitiert.